Herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag hier im Hörsaal 2. Wir hören jetzt einen Vortrag von Markus Eichhorn, Geschäftsführer von Mundialis. Monitoring von Waldgebieten in Irland. Im Programm steht es ein bisschen anders, aber es geht in beiden Fällen um Sentinel 1 und Sentinel 2. Herzlich willkommen. Danke. Ja genau, der Titel von meinem Vortrag hat sich ein bisschen geändert, da gehe ich gleich drauf ein. Monitoring von Waldgebieten stimmt weiterhin. Mit Hilfe von Sentinel 2 Daten stand mal noch drin, jetzt sind die Sentinel 1 Daten auch dazu gekommen. Mein Name ist Markus Eichhorn, ich bin Geschäftsführer der Mundialis und halte jetzt den Vortrag, den ich zusammen mit meinen Kollegen der Lina Christian und dem Guido Riembauer entwickelt habe, beziehungsweise die Umsetzung vor allem von meinen Kollegen stand. Kleine Agenda, worüber ich in den nächsten 20 Minuten grob erzählen werde. Erstmal eine ganz kleine Vorstellung von der Firma Mundialis, ich halte es kurz. Und dann geht es um einen allgemeinen Überblick, die Motivation, warum haben wir dieses Projekt gemacht, wo kommt das her, geben einen allgemeinen Überblick über die Area of Interest, die Analysepunkte, den Analysezeitraum und die Methodik und geben vor allem noch einen Ausblick dann, was noch kommt, weil wir uns gerade aktuell mitten eigentlich in der Projektumsetzung befinden. Gut, eine Folie kurz zu uns. Wer ist die Mundialis? Mundialis ist eine Fernerkundungsfirma aus Bonn. Wir sind 2015 gegründet worden, sind also jetzt knappe 9 Jahre alt. Wir sind 14 Mitarbeitende und wir haben uns Open Data und Open Source auf die Fahne geschrieben. Wir sind auch schon regelmäßig hier in der Vosges vertreten mit verschiedenen Vorträgen, auch dieses Jahr wieder. Generell sind wir eine Truppe aus Experten von Geodaten, Fernerkundungsexperten, GIS-Entwicklung, Geodatenanalytik, alles was eben rum ganz um das Thema Geodaten, Fernerkundung und auch GIS geht. Du zählst schon nach, ich glaube, das sind noch keine 14 Leute auf dem Bild. Gut, zur Motivation. Das Sentinel-Archiv birgt ein enormes Potenzial für die automatische Waldüberwachung. Waldmonitoring ist aktuell ein großes Thema und wird in der Zukunft vor dem Hintergrund der Klimakrise und auch der Waldbewirtschaftung, die ja eigentlich ein bisschen entgegenstehen oder widersprüchliche Ziele haben, auch weiterhin an Bedeutung gewinnen. Wir haben hier ein Proof of Concepts Projekt mit der irischen staatlichen Forstwirtschaftsunternehmen Kilcher. Da steht irgendwie was ganz anderes, aber im Gälischen spricht man das tatsächlich Kilcher aus. Wir haben das lange üben müssen, bis wir das irgendwo konnten. Ist auf jeden Fall unser Projektpartner. Und das Ziel ist, die Waldrodungen jährlich bzw. quartalsweise zu detektieren auf Basis von Sentinel-Daten. Jetzt kann man sich erstmal überlegen, Waldrodung, ja, das ist irgendwie nicht so das ganz brandneue Thema, hat aber den Hintergrund Irland, der ganze irische Wald ist unterteilt in mehrere hunderttausend Polygone, wie es auch eigentlich in Deutschland oder überall anders auch ist, die natürlich in verschiedensten Besitzverhältnissen sind. Und Waldrodungen, wenn dann einen Kahlschlag gibt, gerade je Waldpolygon wird das in der Waldwirtschaft immer polygonweise, wenn man so will, also bereichsweise dann gerodet. Diese Meldungen kommen gerade von privaten Menschen nicht oder sehr unzureichend, werden die das an, an Kilcher gemeldet. Und deswegen benötigen die tatsächlich ein automatisches System oder ein System, um das irgendwo besser monitoren zu können. Und eben die Vorgabe ist, und das bringt auch gleich ein paar Schwierigkeiten mit sich, dass eben auf Basis von Sentinel-Daten, das heißt also lange verfügbaren und frei verfügbaren Daten zu machen. Gut, gehen wir ein bisschen in den allgemeinen Überblick, was haben wir gemacht oder was sollte getan werden. Hier hat man schon mal einen Ausschnitt dieser Waldpolygone von Kilcher. Man sieht also, das ist sehr, sehr durcheinander. Richtige Struktur lässt sich dann meistens nicht erkennen und es sind auch sehr kleinteilige Polygone. Wir haben angefangen mit der Machbarkeitsstudie, die wir innerhalb von einer Sentinel-2-Szene umgesetzt haben. Ich glaube, Irland wird von 14 Sentinel-Szenen abgedeckt. Ich weiß es nicht mehr. Also aktuell, alles, was ich jetzt heute erzählen werde, bezieht sich auf die Tätigkeiten, die wir auf einer Sentinel-2-Szene gemacht haben, einfach um den Aufwand der Entwicklung dann ein bisschen genauer zu halten. Weiterräumlich ausrollen kann man das dann später noch. Und der Analysezeitraum hier in der Machbarkeitsstudie beträgt, es sind 10 Quartale, Q2 21 bis Q3 23.
Heißt also, wir betrachten erstmal natürlich nur die Vegetationsperiode, ist klar. Das heißt, es kommen generell ja nur Aufnahmen aus dem Bereich Mai bis ungefähr August in Frage. Auf dieser einzelnen Zweikachel befinden sich bereits 30.000 Waldpolygone, mit denen man die Analyse dann letztendlich durchführt. Ganz allgemein, die Methodik allgemein Sentinel-2, Waldrodung. Wie berechnen wir das? Das ist meistens jetzt erstmal nicht neu. Waldrodung kann man einfach detektieren durch die Abnahme von Vegetationsindizes. Das heißt, da gibt es verschiedene Indizes, auf die wir gleich ein. Um dann zu detektieren, ist auch Vegetation, ist da keine mehr? Ist da keine mehr, wurde gerodet? Das ist eine ganz einfache Herangehensweise. Die Herausforderung dabei ist nur die Wolkenbedeckung, weil Irland sieht in den meisten Vorstellungen irgendwie so aus. Wunderschöne Bilder aus irgendeinem Reiseprospekt, aber in der Realität sieht es schon eher so aus. Jetzt sieht man schon diese weißen, fiesen Dinger am Himmel, die sind hier noch ganz okay, sind aber für die Sentinel 2 und für die Fernerkundung ein großes Hindernis. Und wenn man ehrlich ist, sieht Irland meistens so aus. Und dann lässt sich mit Fernerkundung schon deutlich schlechter arbeiten. Sentinel 2 optisch, wenn da Wolken sind, sieht man nicht mehr viel, und Irland ist eben hauptsächlich irgendwie so bedeckt. Das ist nun mal einfach dem Land und der Lage im Atlantik geschuldet. Aus diesem Grund hat sich jetzt auch der Titel, ne, der erste Titel, da tauchte Sentinel 1 noch nicht auf. Die Einreichung war auch aus dem Oktober, oder wann war die erste Einreichung? Hat sich seitdem ein bisschen entwickelt und erweitert, kam nämlich die Sentinel-1-Analyse auch noch dazu. Sentinel-1 ist Radarfernerkundung, und das bedeutet, durch die Radarfernerkundung sind uns Wolken erstmal relativ egal. Radar geht durch die Wolken durch. Hier wollen wir dann die Waldrodung durch die Veränderung der Rückstreuung messen. Da gehe ich aber gleich ein bisschen detaillierter darauf ein. Fangen wir aber erstmal mit den Sentinel-2-Analysen an, die wir gemacht haben. Auf jährlicher Basis steht schon hier. Eigentlich war das Ziel ja quartalsweise, diese Waldrodung zu detektieren. Das war ein wenig schwieriger, und das schauen wir uns jetzt hier an. Wir haben jetzt erstmal die Szenen pro Jahr ausgewählt. Das heißt, wir haben für die Jahre 2021, 2022 jeweils 18 gehabt. 2023 waren für uns glückliches wolkenfreies Jahr, da genügten dann 3 Szenen. Genau, diese Szenen stammen aus der Vegetationsperiode Mai bis August, wie eben schon gesagt. Und wir hatten die L1C-Daten prozessiert, also das sind noch die Daten, die noch Atmosphären korrigiert werden müssen. Das haben wir dann mit FORCE gemacht. Mal Hände hoch, wer kennt FORCE? Das sind doch sogar schon mal einige. Wunderbar. FORCE ist das Framework for Operational Radiometric Correction for Environmental Monitoring. Ein langer Name. Ist eine tolle Open-Source-Software von David Franz. Der müsste auch hier sein. Irgendwer hat gesagt, er wäre hier. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Irgendwer hat gesagt, er wäre hier. FORCE ist auf jeden Fall eine sehr coole Software. All-in-One-Prozessierung, Engine für ganze Remote-Sensing-Archive. Und FORCE nutzt eben auch das Datenwürfelkonzept zur Massengenerierung von analysebereiten Daten. So, das soll der Exkurs sein. Haben wir dann auch die L2A-Daten, also die Analyse über die Daten, rausbekommen aus der FORCE-Prozessierung, inklusive der Wolkenmaskierung. Das heißt, Wolken sind stört, wird rausgeschnitten. Das Ganze natürlich sind Sentinel-2-Analyse in der Auflösung 10 Meter. Und dann geht man hin, sind wir hingegangen, haben die Vegetationsindizes berechnet. Das ist einmal der NDVI, den dürften die meisten kennen, der normierte differenzierte Vegetationsindex, berechnet sich aus Nahinfrarot und Rot in einer Formel. Der EVI, der Enhanced Vegetationsindex, berechnet sich ein wenig komplexer. Die Formel ist ja ein wenig größer, beinhaltet auch ein paar mehr Bände. Am Ende ist es auch ein weiterer Vegetationsindex. Wenn wir da auf die Formel genauer drauf eingehen wollen, können wir das vielleicht nachher in den Fragen machen. Genau, eine jährliche Aggregierung war nötig, um eben die
den Datenverlust, der durch die ganzen Wolken entsteht, auszugleichen. Also die jährliche Aggregierung genau findet natürlich noch auf Pixelebene statt. So, und da wo Wolken sind, gibt es keine Daten, und um ein bisschen aussagekräftige Daten zu kriegen, mussten wir hier eine jährliche Aggregierung vornehmen. Quartalsweise hat hier leider nicht ausgereicht. Und wir hatten dann immer noch relativ hohen Datenverlust, da wo eben die Wolken keine verlässlichen Indizierberechnungen erlaubt haben. So, jetzt haben wir eine jährliche Aggregierung auf Pixelebene. Dann gehen wir los und legen das Ganze um auf die Waldpolygone und berechnen dann eine zonale Statistik je Waldpolygone. Also die Pixel werden auf die Polygone umgerechnet und der Median der Vegetationsindizes je Polygon berechnet. Warum Median und warum nicht Mittelwert oder sonstiges? Auch hier wieder, um bestimmte Ausreißer rauszumitteln, die vor allem auch wieder durch die Wolken kamen. Und das Thema Wolken begleitet uns hier also die ganze Zeit. So, jetzt wird es ein wenig komplexer. Die Waldrodung dann letztendlich zu detektieren, haben wir uns entschlossen. Das war auch ein längerer Prozess mittels eines adaptiven Schwellenwertes. Der setzt sich zusammen bei uns von einem fixen Schwellenwert und einem Schwellenwert-Offset. Mit Blick auf die Zeit werde ich ein bisschen schneller. Die Idee war aber, keinen fixen Schwellenwert zu haben, sondern ihn an die Gegebenheiten anzupassen. In jedem Jahr sehen die Bilder ein bisschen anders aus. Jede Sentinel-Kachel hat ein bisschen andere Charakteristik. Und wir haben noch relativ schnell festgestellt, dass wir mit einem fixen Schwellenwert hier nicht zurechtkommen. Das heißt, wir haben einen Baseline-Index erstellt, der den normalisierten Waldindex gemittelt darstellen soll. Und mit diesem Base-Index haben wir dann den Offset-Schwellenwert berechnet. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht tiefer darauf ein, mit Blick auf die Zeit. Und genau, und wir haben dann einfach gesagt, wir haben jetzt den Schwellenwert, den Offset und den fixen Wert, haben die kombiniert als adaptiven Schwellenwert, und dann haben wir geschaut, wo überschreitet eben dieser Wert bei den Indizes nach oben, und dann sagen wir, das ist eine Waldrodung. Hier ist es relativ anschaulich dargestellt. 2022 gab es noch Wald, 2023 nicht mehr. In Werten sieht es dann so aus, dass wir in 2022 noch relativ hohe Werte hatten. In 2023 sind die Werte relativ stark abgefallen, und als Clear-Cut-Wert, das ist ein bisschen Technik, hier haben wir einfach rausgeschnitten, der dann einfach ein binärer Wert wäre, 0 oder 1, Clear-Cut oder nicht, weil es geht hier wirklich um die Rodung von den gesamten Polygonen, ja oder nein. Ne? Wurde hier ein Clear-Cut gemacht, ja oder nein? So, jetzt haben wir gesagt, jährliche Basis ist irgendwie nicht so schön, wir wollen das genauer wissen. Die Vorgabe war, dass das mindestens quartalsweise ist, also haben wir jetzt die Sentinel-1-Analysen auch mit dazu genommen. Haben dann im Sentinel-1 6 Seen pro Quartal ausgewählt. Das war auch ein bisschen ein manueller Schritt, wo wir einfach geguckt haben, wie viele Seen braucht man, um dann einen vernünftigen Durchschnitt zu bilden. Haben dann die Daten runtergeladen, eine Kalibrierung durchgeführt, eine Terrainkorrektur durchgeführt, also eine radiometrische und geometrische Terrainkorrektur. Dazu haben wir auch wieder die DEM genutzt, Copernicus 30 Meter DEM. Und haben dann die 6 Seen auch wieder aggregiert, um den sogenannten Speckle-Effekt zu reduzieren. Das sind also diese Grissel hier, die man sieht in den einzelnen Seen. Und wenn man die 6 Seen aggregiert, kriegt man dann doch ein deutlich klareres Bild von dem Wald oder von der Rückstreuung. Das ist der Gamma-Null-Wert. Also hat man letztendlich einen Gamma-Null-Wert pro Quartal. So. Waldrodung mit Sentinel-1, erster Ansatz. Jetzt wird es noch detaillierter. Wir hatten zwei Ansätze gebraucht, um hier auch wieder zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Das Bild von eben ist das gleiche geblieben. Wieso kann man überhaupt mit den Sentinel-1, den Radardaten, diese Waldrodung detektieren? Die Hypothese war eben, dass ein signifikanter Abfall bei der Rückstreuung
existiert für das Quartal von der Waldrodung. Das heißt, der Wald hat eine hohe Rückstreuung, eine hohe Volumenstreuung im Radarbereich und die gerodete Fläche hat eine niedrige Rückstreuung. Die Methodik, die wir gewählt haben, das war auch ein bisschen experimentell, wo wir gesagt haben, wir müssen das zweitvorherige Quartal vergleichen, also Q1 und Q3 beispielsweise. Das stimmt nicht, Q1, doch Q1-Daten hatten wir. Weil wir dann so den Clearcut relativ genau bestimmen können, weil die Szenen, die über einem Quartal ja gemittelt wurden, 6 Szenen, ändert sich der Wert nicht so stark. Und wenn wir jetzt sagen können, Q1 und Q3 unterscheiden sich signifikant, kann man eben die Rodung auf das Q2 eindämmen. Genau, das ist noch die Daten dazu, wo man auch wieder sieht, hier letztendlich Q2, 23 steht die 1, wie ich das gerade gesagt habe, an dem eben Beispiel hier ist der binäre Wert dann letztendlich detektiert worden. Gut, trotzdem gibt es auch mit Sentinel-1 Probleme und das ist die Bodenfeuchte. Radar dringt auch ein Stück weit in den Boden ein. Und es gibt hier dann eklatanten Schwierigkeiten, wenn es den Clearcut-Flächen gibt, die aber eine hohe Bodenfeuchte haben, gegenüber Jahren oder anderen Quartalen, wo es ein trockenes Quartal ist, ändert sich die Rückstreuung deutlich. Also hohe Bodenfeuchte heißt hohe Rückstreuung, niedrige Bodenfeuchte, trockene Jahre, Quartale können dann ebenfalls zu einer Abnahme von den Rückstreuungen führen. Das hat uns auch wieder in der Analyse Probleme bereitet. Dann kamen wir aber auf die grandiose Idee, besser gesagt die Kollegen von mir, das aber zu nutzen. Das heißt, die Gamma-Null-Werte, die Rückstreuung von den bewaldeten, unbewaldeten Flächen, wir haben jetzt hier die Werte einfach mal aufgetragen und wir haben jetzt hier beispielsweise in grün eine bewaldete Fläche, die hat so ihre Rückstreuungskurve und wir haben ganz unten die immer permanent unbewaldete Linie der Gamma-Werte von einem permanenten blanken Boden. Und die Hypothese war eben hier zu sagen, ab da, wo eine Rodung stattfindet, folgt dann diese Fläche der generell unbewaldeten Fläche. Das heißt, wir haben jetzt hier diese rote Fläche, die am Anfang ist sie noch irgendwo und ab diesem Zeitpunkt folgt die parallel oder nahezu parallel zu der zu dem blanken Boden in der Rückstreuung. Dasselbe gilt für diese gelbe Kurve, bei der wir wussten, die ist 22, 23 gerodet. Die macht hier am Anfang auch ein bisschen, was sie will. Und ab diesem Zeitpunkt hier fängt sie an und gleicht sich diesem Boden an. Und mittels dieser Analytik haben wir dann auch ein weiteres Instrument. Jetzt haben wir die Sentinel-2-Daten. Wir haben den ersten Ansatz von Sentinel-1-Daten und wir haben den zweiten Ansatz von den Sentinel-1-Daten, um eben diesen Zeitpunkt der Rodung sehr genau zu detektieren. Das heißt also, zusammenfassend kann man dann, ach, die Folie kommt noch, genau, wir haben hier jetzt nochmal einen Referenzbereich, da wurde ein Referenzbereich festgelegt, wie weit darf denn die untersuchte Fläche eben von diesem blanken Boden in den Gamma-Werten abweichen und wenn sie sich längere Zeit in diesem Referenzbereich bewegt, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass wir hier eine Rodungsfläche haben. Gut, jetzt haben wir drei Ansätze und wenn wir diese drei Ansätze alle zusammen kombinieren, können wir diese scheinbar simple Frage, wann wurde dieser Wald gerodet, wenn wir dann nur mit Open, mit freien Daten, nämlich den Sentinel-Daten, rangehen, ist sie dann doch ein bisschen komplizierter gewesen, haben jetzt die drei Werte, die wir kombinieren und können damit eine relativ gute Aussage treffen. Dann komme ich auch schon zum Ausblick von dem Ganzen. Wir haben die Methodik gerade vorgestellt, wir haben unser Vorgehen vorgestellt und das alles für diese eine Sentinel-2-Kachel, über die ich jetzt am Anfang ja geredet hatte, hat wunderbar funktioniert. Und der Plan ist jetzt natürlich, ich sagte es auch eingangs, wir befinden uns mitten in der Umsetzung des Projektes, dass wir das Ganze jetzt ausrollen. Das heißt also von dieser einen Sentinel-2-Kachel runter auf das gesamte irische Gebiet und eben noch ein automatisiertes System darum bauen,
Die Sentinel-Szenen müssen noch runtergeladen werden. Es muss eine Vorverarbeitung stattfinden. Die findet jährlich, bzw. quartalsweise Detektion von diesen Waldrodungen. Die Methodik ist jetzt da. Und das Ganze binden wir jetzt noch in ein gesamtes System ein, dass das nahezu automatisch oder automatisiert funktioniert. Weitere Ausblicke oder weitere Tätigkeiten ist dann neben diesen 10 Quartalen von 21 bis 23, über die wir aktuell gesprochen haben, dass man das auf die weiteren zurückliegenden Jahre anwendet, um da die Historie richtig aufzuarbeiten, um zu gucken, wie war das in der Vergangenheit, wann sind welche Flächen, über welche weiß ich noch nicht, wann die überhaupt mal irgendwie gerodet wurden, wann fand der Kahlschlag statt oder auch, wenn man über eine noch längere Historie denkt, wann wurden die gerodet und wieder aufgeforstet. Dass man auch diese Waldwirtschaftshistorie da, die dann, die Daten liegen ja noch einigermaßen gut vor, dass man da ein bisschen Historie betrachtet und natürlich dann Anwendung auf zukünftige Jahre. In jedem Quartal findet dann diese Automatisierung, so der Plan, relativ vollautomatisch statt. Und das ist im Prinzip der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Damit bin ich auch am Ende von dem Vortrag. Ich freue mich über das rege Interesse an dem Vortrag und freue mich auch auf eure Fragen. Ja, vielen Dank. Wir haben einige Fragen bekommen, die mit den meisten Votes, damit beginne ich, wurde auch analysiert, inwieweit Multikanal-Bilderkennung mit Machine Learning zum Ergebnis führt, eventuell auch in Kombination der Satelliten? Machine Learning ist ein tolles Stichwort. Wir arbeiten an mehreren Sachen mit Machine Learning, auch in Bezug auf die Waldthematik. Hier haben wir Machine Learning nicht angewendet, nicht eingesetzt, sondern auf die herkömmlichen Analysemethoden von den Vegetationsindizes gesetzt, weil uns der Weg, vielleicht war es am Anfang eine Fehleinschätzung, weil wir dachten, wir kommen hier mit dem einfachen Vergleich der Vegetationsindizes, kommen wir sehr schnell zum Ziel, hat sich dann als kompliziert herausgestellt. Wir haben eine ganze Menge dabei auch gelernt, eben durch diese Wolkenbedeckung etc. Aber wir hatten am Anfang darüber nachgedacht, ist die Antwort, und nein, haben wir hier nicht eingesetzt. Also soweit ich weiß, bringt ja Force, Random Forest und Support Vector Machines ja schon mit sich. Also wenn man da schon in dem Framework ist, kann man das, glaube ich, auch ganz gut nutzen. Die nächste Frage, wurden die Polygone bereitgestellt oder auch ermittelt? Nee, die wurden natürlich bereitgestellt. Wenn ich das vergessen habe zu erwähnen, Entschuldigung dafür, die haben wir natürlich nicht ermittelt, sondern wie man am Anfang gesehen hat, die sind sehr wild. Sehr größenunterschiedlich, sehr unterschiedlich aufgeteilt und gelegen. Die wurden uns natürlich von Kilcher bereitgestellt, um damit zu arbeiten. Was spricht gegen hochverfügbare, in Klammern täglich, 3 Meter DOF-Satellitendaten? Etwa die Kosten? Die Kosten. Am Anfang, es sollte ein kostengünstiges Projekt werden oder sein und es sollte, das war einfach die Vorgabe auch von Kilcher, sie wollten kontinuierliche Daten, die frei verfügbar sind. Und deswegen war von Anfang an die Vorgabe, dass man auf Sentinel-Daten setzt. Wurden die Daten validiert und wenn ja, wie hoch liegt die Genauigkeit der Fehler? Habe ich es richtig verstanden, dass die Analyse nur pro Waldort stattfindet? Damit gäbe es dann gegebenenfalls Probleme, wenn sich nur ein Teil des Waldortes, ein Teil des Polygones ändern würde. Pro Waldort meint in der Frage vermutlich jetzt das Waldpolygon. Es ist in der Tat so, es hier die Fragestellung, die hinten dran steht, also erstmal wurde auf Pixelbasis ja analysiert, wie ich eingangs erzählt hatte, und dann irgendwann der Übertrag auf diese Waldpolygone gemacht und in der irischen Waldforstwirtschaft, wir müssen ja auch überlegen, wir sind ja nicht, dass man, es geht nicht darum, ob ein Baum umfällt oder mal 2 Bäume irgendwie absterben, sondern es geht um einen Clear-Cut, es geht um die klare Detektion, ist diese gesamte Fläche jetzt gerodet worden oder nicht, weil wenn eine Rodung stattfindet, nämlich der menschliche Eingriff und der, von der Waldbewirtschaftung, dann wird eben dort immer eine gesamte von diesen Flächen gerodet oder eben nicht. Das heißt, dieser menschliche Eingriff, der stattfindet, bezieht sich immer hier auf eine gesamte Waldnutzungsfläche. Ja, und die Genauigkeit eurer Klassifikation, wie habt ihr die validiert irgendwie? Jetzt gucke ich zu meinen Kollegen drüber. Irgendwann endet nämlich meine Kompetenz, was die Datentiefe angeht. Und dann muss ich zu meinen Kollegen rüber. Wie haben wir das validiert?
Die Antwort muss ich leider schuldig bleiben. Das. Okay, dann vielleicht nochmal per E-Mail nachfragen. Genau, also bei Fragen noch dazu, auch wenn man sich über das Thema unterhalten will, auch dann in dieser Detailtiefe, sich gerne mal bei uns melden, bei mir. Da stehe ich, da stehen meine Kollegen, sind dann die richtigen Ansprechpartner, auch was die Detailtiefe von der Validierung angeht. Ah, danke schön. Entschuldigung dafür. Ja. Gab es keine Probleme mit Flächen, die innerhalb eines Aggregierungszeitraumes gerodet wurden? Würde hier die Änderung nicht durch die Aggregierung weggeglättet? Genau, die Änderung wurde eben durch diese Aggregierung teilweise weggeglättet. Aufgrund dessen hatte ich ja gesagt, dass wir immer das zweitvorherige Quartal vergleichen, das heißt Q1, Q3 vergleichen, um dann, wenn da ein signifikanter Unterschied ist, dann können wir die Rodung auf das Q2 detektieren. Ne? Q2 und Q4 verglichen. Q2 wäre ja dann das Quartal, wo die Werte sich ein bisschen mitteln durch die Aggregierung. Deswegen muss man gucken, von welchem zweitvorherigen Quartal sich dieser große Sprung in den Werten befindet. Gab es neben der Bodenfeuchte auch noch andere Probleme bei der Bestimmung von gerodeten Flächen, abhängig von jahreszeitlichen Effekten? Gut, also die Probleme Jahreszeit, klar, die Wolken, vielfach erwähnt, die Bodenfeuchte. Dadurch, dass diese Waldpolygone von Kilcher gut gepflegt sind und sie wirklich auch nur Waldflächen beinhalten, gab es dahingehend weniger Probleme. Wir hatten noch einen Land-Use-Type, den hatte ich jetzt nicht erwähnt. Irgendwo stand der, glaube ich, schon Folie mit drauf. Wir hatten also auch noch einen Land-Use-Type zu diesen Polygonen dazu bekommen, der aber, ich weiß es nicht, in 98-99% der Fälle eben Wald ist und manchmal eben auch Krautvegetation, niedrige Vegetation etc. In diesen Polygonen gab es dann manchmal ein bisschen Probleme oder Datenungenauigkeit, aber das waren eigentlich schon die Hauptprobleme, die wir hatten, über die ich gesprochen hatte. Die Polygone, die habt ihr gestellt bekommen? Ja. Und wie habt ihr die Schwellwerte für den EVI und den NEVI bestimmt? Den Schwellenwert, das sind wir hier. Genau, der fixe Schwellenwert, der ist erstmal nur bei, durch Ausprobieren bei Trial and Error entstanden. Und den Offset-Schwellenwert, wie erzählt, da war ich vielleicht ein wenig schnell, der hat sich dann relativ komplex berechnet, nämlich indem wir erstmal eine Wald-Baseline-Index berechnet haben, der den gesamten Wald-Baseline berechnet, um davon dann die Abweichung zu machen. Das heißt also A, fixer Wert, bisschen Trial and Error und das zweite dann über eine Baseline-Index. Okay, vielen Dank. Haben wir noch Fragen im Raum? Ich sehe keine. Gut, dann geht es weiter in 5 Minuten mit dem nächsten Vortrag. Dankeschön. Applaus